Hallo und herzlich willkommen zurück bei Drug Dealer Simulator 2. So, dann wollen wir mal erstmal die Hauptquest, ne? Bevor wir irgendwas machen. So, pass auf. Telefon, überprüfe deine Voicemail, gewinne Vertrauen, lerne so, besuche ein Möbelgeschäft. Ja, das müssen wir hier machen. Okay. Facecam ist groß genug, oder? Ich gucke mal. Ja. Gut. So, aber was ich noch herausfinden will, ist, wie ich Wasser hinzufüge bei unserem Bunker. Mal schauen. Dann bunkern wir mal los. Schlafen hatten wir schon, ja. Mit Schwierigkeiten, was ist das hier? Okay, darf ich nicht mitnehmen. Schade, schade, Schokolade. Egal, haben wir irgendwas dabei? Nur Geld und Bernstein. Wow. Unserem ersten Haus haben wir ja auch, aber so weit sind wir noch gar nicht. Haben wir noch irgendwie... Warte mal, überprüfe deine Voicemail. Achso, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir mal die Voicemail überprüfen. Gehe ich da nochmal rein. Prüfen wir mal unser Voicemail. Na, Kumpel. Wieder am Lesen. Na, fleißig wir am Stopfen. Das ist ja schön. Gefällt mir sehr gut. Ja. Ja. Wollen wir mal. Listen to the message. So. Yo, hör mal. Könntest du Bot... Was? Boots? Mal anhören. Yo, man. Listen up. Could you pick up the boat engine from repairs on your way back from the twins' crib? Also, Lonzo mentioned a friend of his who has some cheap houses for sale. Maybe it's worth looking into, huh? Out. Oh, sammle Geld für die Reparatur des Labors. Und noch eine Voicemail. Yo, man, listen up. Could you pick up the boat engine from repairs on your way back from the twins' crib? Also, Lonzo mentioned a friend of his who has some cheap houses for sale. Maybe it's worth looking into, huh? Out. Okay, Haus haben wir schon. Haus haben wir schon. Huch. So, sammle Geld für die Reparatur des Labors haben wir. Gewinne Vertrauen von Lernen, so haben wir noch nicht. Besuche den Botaniker, hol die reparierten Motorbootmotor ab. Okay, besuche ein Möbelgeschäft. Besuche den Botaniker. Was? Wo, kurz auf die Karte schauen? Ach, da. F markieren. Okay, ich wollte eigentlich mal kurz nach unseren Pflänzchen gucken. Oh, du hast ja auch eine wunderschöne Pflanze. Mm. Ja, ich mach das nicht. Also, ich kenne keinen der Pflanzennamen. Tut mir leid. So einer bin ich nicht. So, mal gucken, ob ich hier gezielt durchgehen kann. Oh, hier fährt auch ein Bus, den ich nie sehe. Wow. Da brauch doch mal Tickets. Für Schnellreise. Ach, diesmal steht hier keiner. Nur abends, ne? Stehen sie. Stehen hier nur abends. Die schlafen jetzt. Die sind nur abends aktiv, anscheinend. Ja, das ist ganz gut. Dann haben wir freie Bahn, hier durchzurennen. Aber wir sind die Einzigen, die hier rumrennen, ne? Die anderen stehen bloß dumm rum und wir sind die Einzigen, die hier rumrennen. Oha. Das ist aber eine heiße Liebe da drüben. Die unterhalten sich.
Nein, ich hör auf. Okay, das Spiel ist sowieso ab 18, von daher ist es egal. Hier ist auch ein Bus. Sollen wir wirklich mal ein paar Tickets kaufen? Boah, geil, da ist noch ein Roller. Und... Ach, da müssen wir rein, ne? Ja, dann gehen wir mal hier kurz rein. Oha. Oha. Ja, hier steht nicht einbrechen. Krass. Schicke Karre. Schicke Karre ohne Dings. Okay, wir sind sowieso ein bisschen falsch. Hier. Hier geht's rein. Hey, was geht ab? Mit denen kann ich nicht reden. Der telefoniert. Okay. Mit denen hier kann man, oder? Ja. Beginn ein Gespräch. Was wolltest du? Wann bist du wieder aufgestockt? Ich möchte was kaufen. Ich habe eine Frage. Need anything? Droge der Wahl. Party Location. Oh Gott, nein. Good day. Also wir sollen hier was kaufen. Wann bist du wieder? Ich möchte was kaufen. Was sagt der Motor, ne? Irgendwas mit Motor. Brecheisen. Wie teuer ist er denn? 6.000. Nehmen wir mal mit, ne? Ach Mensch. Einmal dahin. So. Irgendwas mit Motor sollte ich noch holen. Wechsel zum normalen Stand. Wir sind beim normalen Stand. Oh, man kann sich ein Auto kaufen für 200.000 und 120.000 Motorbike. Aber ich glaube, dafür braucht man Benzin, um das alles zu kaufen. Elektrische Drähte, Metallteile. Sollte ich nicht? See you around then. Also, besuche den Botaniker, hol dir reparierten Motorboot-Motor ab, besuche ein Möbelgeschäft. Motorboot. Ja, hast du kein Motorboot? Dann bist du wieder aufgestockt. Ein Tag Mittwoch. Ich werde dann schon aufgestockt sein. Gute. Motorboot. Schlüsselbund. Bewahrt alle deine Schlüssel auf. See you around, then. Ja, irgendwie kriege ich kein Motorboot. Ich weiß gar nicht warum. Ja. Ja. Will mal drücken. Ach, da oben müssen wir hin. Da oben. Okay. Oh, ich könnte einbrechen. Oh, hier ist ein Zuschauer. Hä? Was ist das denn? Eine Ziege. Na klar. Was wollen die denn mit einer Ziege? Hallöchen. Ja. Kann ich da rein? Ja. Zieht. Kann ich hier auch rein? Da, nee, ich kann nirgendwo rein. Ich kann nur nach oben. Oh, was ist denn das hier? Hallöchen. Do I know you? Markus hat mich gesendet. Hat mich gesendet. Gotcha. You can buy seeds and other goodies from me. You can also talk to my twin brother. He sells lab equipment, you know. Er verkauft Laborausstattung und den Zuhörer werden sie gleich da drücken. Oh, hello. Now, what do you need? Goodbye, friend. Goodbye, Come friend. Back soon. Come back soon. Komm wieder. Oh, hello there. Und bist du wieder? Ich möchte was kaufen. Eimer. Laborausstattung. Eimer? Für was ist das Eimer? Hieß das einmal? Einfache Mixung-Ausstattung. Okay. Großer Behälter. Gesamtspeicherkapazität für Substanzen. Labortablett. Vielleicht soll ich mal ein bisschen einkaufen, ne? Trockner. Draußentrockner. Hybrider Trockner. Crowbox. Rack. Ja.
Globox wäre, glaube ich, besser, aber ja, komm. Mittlere Behälter, wir haben einen Behälter zu Hause, also so ist es ja nicht. Das ist ein großer Behälter. Was kommt da überhaupt für Substanzen rein? Steht hier nirgendwo. Labortablett. Ja. Trockner. Draußentrockner. Hybridentrockner. Nicht billig. Growbox. Sollten wir das teure schon mal nehmen? Kleiner Gärböttich. Ich bin mir nicht sicher. Aber wenn ich jetzt teuer einkaufe, dann habe ich ja nachher nichts mehr. Trockner, draußen Trockner. Muss erstmal wieder Geld verdienen. Labortablett, ja, das brauchen wir. Also wir brauchen schon Growbox, ne? Und ein Trockner eigentlich. Oder wir haben erstmal einen normalen Trockner. Das ist billiger, glaube ich. Das meiste haben wir ja eh auf dem Konto gelassen. Ja, nehmen wir erstmal den Billigkram. Dann stehen wir nachher da. So. Das ist jetzt Eimer. Growbox, Trockner und Labor. Ja, das nehmen wir erstmal. Für den Anfang. Kaufen. Sehr schön. Ach, wird ja zu Hause abgeliefert. Gut. Come by when I restock. Ja, I'm sure you'll alles find klar. So, was soll man jetzt noch machen? Labor. Finde neue Anbieter für Laborausrüstung. Hier? Also wenn ich es markiere, dann markiert das weiß ich wohin. Also, das Navi-Ding. Besuche Möbelgeschäfte, um Möbel zu dekorieren, so, oder ein Versteck zu kaufen. Ja, hi. Hab grad nichts dabei. Tut mir leid. Vielleicht später. Aber zumindest wissen wir schon mal, wo wir Fahrzeuge kaufen können. Ich sollte noch einen Motor kaufen. Ist das jetzt nicht mehr wichtig? Motorboot. Was? Hol dir den reparierten Motorboot Motor ab. Motorboot Motor. Warum heißt das so? Besuche Möbelgeschäft. Ja. Warte. Finde Anbieter Laborausrüstung. Haben wir. Also Haus, was ich gewählt habe, ist, warte mal. Sammle Geld für die Reparatur des Labors. Wo hat da das Geld her? Sammle Geld. Ja, später. Erstmal hol dir den reparierten Motorboot ab. Was ist das für ein Deutsch? Ich nie verstehe. Okay, wo lang jetzt? Einfach mal den Weg entlang und dann irgendwo da hinten. Ja. Wir schauen mal. Was ist das denn? Ich kann da rein. Ohne mich anzustrengen. Ja geil, was liegt denn da rum? Das Ding ist nicht Existenz, aber es steht hier. Cool. So, über der Brücke. Ist da eine Brücke? Ja, da ist eine Brücke. Ja, nice one to go. Ich werde mir mal Mühe geben, zukünftigerweise öfters mal mit Facecam aufzunehmen. Ist hoffentlich in Ordnung. Haare sind frisch gewaschen. Rasieren tue ich mir morgen erst, wenn ich eine neue Rasierklinge habe. Habe ich dieses Wochenende vergessen. Egal.
schnauft man nicht so laut. Obwohl, so ein Motorroller wäre echt nice, hier mal durch den, mit den Roller zu fahren. Wäre echt cool. Ja. Andererseits habe ich Angst, dass sie mir die Fans ein, die Fresse hauen. Fresse einholen. Und ich weiß nicht, wie im Spiel, wie realistisch das im Spiel ist. Wenn man, weil ich würde doch gerne mal fischen, ne? Im Spiel fischen? Das wäre doch mal mega gut. Um nebenbei noch Geld zu machen oder so. Du hast Tanklager entdeckt. Boah, gefährliches Geschäft, mein Freund. Sehr gefährlich. Oh, ein Donut. Gib mir den. Gib mir den Donut, Junge. Gib mir den. Have the cash to pay for the repair? 30k für die Reparatur hast du? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, hab ich. Have the cash to pay for the repair? Ja. It's heavy. Do you have anyone to help? Ein bisschen schwer. Hast du Unterstützung oder ein Fahrzeug? Eigentlich nicht. There's a bus stop nearby. I'll fix you a ticket. Dann nimm den Bus, ein Bushaltestelle ist neben dem Tunnel bei der Kirche. Ich besorge dir ein oder zwei Fahrkarten. Ich soll sie doch irgendwo haben. I'm selling my own boat. If you're interested, it's docked by the pier. Mhm. Also, you should visit my cousin. He's the local mechanic. Gut zu wissen, danke. I'll take cash for the repair. That's it? Bitte schön. Okay, so, goodbye. We have a few types of vehicles available to carry your ass around the island. Land vehicles, like buses, cars, or motorcycles, can be used for quick traveling between spots and areas you unlocked. Pretty simple. With boats, though, you can go wherever you like, as long as what you like is wet. That kind of came out wrong. Anyway, boats are awesome. You'll use them a lot. Yeah, das ist gut. Benutze eine Schnellreise, also muss ich dahin? Möbelgeschäft haben wir auch noch nicht. Besuche den Mechanikern. Drei Busfahrkarten. Warum so viel? Besuche den Mechanikern. Benutze die Schnellreise, um zurückzukommen. Wir brauchen ein besseres Boot. Montiere den Motor auf dein Boot. Mhm. Sammel Geld für die Reparatur des Labors. Muss ich auch noch machen. Okay. Dann besuche den Mechaniker. Wow. Da gehe ich erstmal zu Fuß hin, aber verschwende ich doch kein Busticket. Oder muss ich? Wo ist der Bus? Le Bus! Wo bist du? Da ist Bus. Nö. Ich laufe zum Mechaniker. Mechaniker, ich komme. Zu Fuß. Was mir aufgefallen ist, ne? Schade, dass man hier im zweiten Teil nicht rumwühlen darf. Obwohl man da viele Dinge gefunden hatte. Im ersten Teil natürlich. Da waren wir auch schon overpowered und überlevelt. Okay, da hoch und dann rum. Hallo, Nicht-Existenz-Auto. Finde ich schön und gut. So, Mechaniker. Jetzt müssen wir mit dem Mechaniker reden. Okay, wo kommt denn jetzt dieser Hund her? Hey, Hundi. Machst du da? Kratzen?
auf Beton? Ist das nicht ungesund? Ich frage es nicht, ne? Also. So. Let's talk the details. Cool. Wo ist denn hier Motor? Wo ist dein Motor? Motorboot. See you around, then. Ich sehe hier keinen Motor. See you around, then. Ich sehe absolut keinen Motor bei dem. Benutze schnellere okay. Einfach hier mitnehmen. Einfach ruf da. Ich kann nicht hüpfen. Doch, ich kann hüpfen. Aber langsam. Geht nicht. Das Spiel ist kaputt. Ja, okay, komm, wir nehmen mal einen Bus. Ja, Schnellreise. So. Schnellreise. Wähle Reiseziel aus. Geht nicht. Das Spiel ist kaputt. Was? Moment mal. Ich kann nur dahin, was ich entdeckt hatte? Toll. Ich kann nur dahin, wo ich es entdeckt habe. Warum sagt mir das keiner? Unglaublich. Did you know? Du kannst Landfahrzeuge verwenden, um schnell herum und zwischen Verstecken zu reisen. So wie die Boote, die Landfahrzeuge haben einen eigenen Lager und brauchen Benzin, um sich fortzubewegen. Ja, wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach, was macht der da hinten? Komm mal zurück. Du kriegst auch B50 wieder. Busen 50, Junge. Komm ran hier. Wollen wir schließlich hier vorwärts kommen? Ne, Kollege? Kannst doch nicht einfach da drüben sitzen bleiben. Jetzt muss ich doppelt bezahlen für dich. Ja. Du, Finger lutschen kann jeder, aber du rauchst deine Finger. Du rauchst deine Finger, Junge. Du rauchst. So, angekommen. Sehr schön. Wieso kann ich das Fahrzeug hier nicht nehmen? Ach, das ist kein Fahrzeug. Das ist ein Paddelboot. Okay, ich guck mal hier, ob hier irgendwo eine Bushaltestelle ist, die ich mal entdecken muss, weil ich hier lustig bin. Wow, sehr lustvoll, wie sie sich unterhalten. Gab es hier überhaupt eine Bushaltestelle? Ich hab keine Ahnung. Ach, hier sind wir... Ah, stimmt. Hier sind wir erst angekommen. Erinnerungsschwelgen. Also anscheinend gibt es hier keinen Bus. Sollte man diesen Bernstein verkaufen, ne, eigentlich? Sie würde den ja haben, den Bernstein. Oder Ember. Huch! Ich glaube, bei mir gewittert. Es ist Wochenende. Bei mir. Da gewittert. Schönes Gewitter-Effektchen. Bum, 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 bum. So, Kumpel. Erklär mir mal mit dem Wasser. Im Lager. Hier kann ich immer noch nicht ran. Kartell Progress. So, ich bin da. Was ist dein Problem? Montiere Motor auf dein Boot. Ach, auf mein Boot.
Sammel Geld für das Reparatur. Geld. Da ist kein Geld. Hier ist nirgendwo Geld. Ich brauche Geld. Was? Quest-Item. Funktionieren am Bootsmotor. Baue diesen Motor an dein Boot ein, damit es fahren kann. Also bin ich jetzt völlig umsonst hergekommen? How's it going? You got that cash already? Wie geht es? Hast du das Geld? Ich bin noch dabei. Okay then, but hurry your ass up if you want that amphetamine flowing. Oh, ich hab das Geld woanders reingesteckt. Awesome. See you later. Entschuldigung, ich hab dein Geld ausgegeben, was ich nicht machen sollte, glaube ich. Ja, wie funktioniert nun das mit dem Wasser? Hier ist Output, aber das ist kein Input. Wo ist denn hier Input? Du hast nicht genug Zutaten, ja, ist mir klar. Lese Hinweis. Substanzspeicher, erklär mal. Substanzlager ist der Ort, an dem du... Labortablett ausgepackt. Grenze. Ja. Muss ich das Wasser abwiegen? Echt jetzt? Substanz. Okay. Einmal. Nur 200? Da muss auch noch mehr gehen. Warte mal. Zweimal. Geht das? Was? Nicht genügend Substanz vorhanden. Okay, warte. Hä? Wo ist das Wasser hin? Habe ich das Wasser zerstört? Was? Ich habe nur 500 Milliliter. Warte mal. Oh. Habe ich doch falsch gemacht. Lol. Wie lost. Haben wir noch auf Tash? Ja. Aber Wasser ist weg. Echt jetzt? Wie soll man da drauf kommen? Jetzt. Geil. Bereite vor. Nice. Ja auch. Bereite vor. Bereite vor. Jo, so geht das. So geht das. Du. Nein, Quatsch. Hör auf. Das ist lächerlich. Okay, dann können wir ja noch ein bisschen Handel betreiben. Und das Geld noch auftreiben. Sollten erstmal hier die kleinen Fische wieder nehmen. Auf kleine Insel. Halten, Plan jetzt. Gut. Was? Ansehen? Was? Verkaufen, ansehen. 15 Uhr, was? Ach so, 16 Uhr. 5 und 2 Gramm. Okay. Einmal 5. Und einmal 2. Müssen wir uns ein bisschen beeilen, ne? So, let's go. Ja, klar, spring runter. Spring um dein Leben runter. Mache ich aber nicht. So. Ich glaube, mit Auto, also Fahrzeug, wird schneller gehen. Oh, ist ja schnell ausgebucht. Powered. Okay, der ist hier vorne. Sehr gut.
Hallo Kühe. Hallo, sind Sie das? Hey, ja. How's business? Hi, hier, deine 5 Gramm. Danke fürs Geldchen. Sehr liebenswert. Freut mich. So, wo ist der Typ? Er wollte 2 Gramm haben. Ich muss erstmal ein bisschen Geld machen, ne? Was wir noch da haben. Schön zu wissen, das Wasser da reinzukippen. Jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Habe ich vorher nicht gewusst. Hey, you're not a cop, right? Na? Alejandro Vega. Wow, bist du gerade Vegeta und hast dich weggezaubert? Das war Vegeta. Live. Auf Drug Dealer Simulator. Das war Vegeta. Wie geil. So, ja, ein bisschen Geld haben wir. Aber wie viel braucht der? Warte mal. Wir gucken mal kurz. Erforderlich 50.000. Okay. Dann müssen wir noch ein paar Geschäfte machen. Ja, toll. Ist mir runtergefallen. Ich bin ja schlau. So, hier durch. Müssen wir auf der anderen Seite auch noch Geschäfte machen. Momentan haben wir nur den grünen Gras. Warte mal. Wir haben ja noch was auf der Bank, oder? Sehe ich jetzt hier nicht, aber ich glaube, wir haben noch was auf der Bank. Archipelago. Marihuana. Marihuana. Mayo. 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 Die wollen alle Mayo. Mayo, Mayo, Mayo. Mayo, Mayo, Mayo. Einen kurzen Moment. Ich glaube, wir werden mal kurz rüberjumpen. Angeblich mit einem Bus, aber wir haben hier keine Bushaltestelle. Wir haben auch nichts mehr auf Tash. Nee, wir haben nur... Warum mache ich das Wasser jetzt in meine Taschen? Ich frage nicht. 200 Gramm Wasser auf meine Taschen. Wir sollen ja noch Motor, ne? Aufs Boot bauen. Wie soll ich jetzt diesen Motor jetzt hier aufs Boot bauen? Ist der dafür zuständig? Nö, der ist zu gar nichts zu gebrauchen. Soll ich jetzt da hinschwimmen oder was? Warum bist du so weit weg? Komm ich hier hoch? Komm ich hier hoch? Wie uncool. Ich komme da nicht rein. Wir sind auch von dort hinten gestartet. Ja, komm, beweg dich mal. Gibt's hier irgendwas? Oh ja, ein Amber und noch ein Amber. Ich nehme alle Ambers mit. Noch mehr Ambers? Wie soll irgendwas sein, aber... Ach nee, habe ich schon aufgesammelt. Gut, wir haben ein paar Ambers. Ich verkaufe die Ambers mal. Mal gucken. Mein Gott, der rumselt aber da draußen. Folgt die Musik, da müsste die Händlerin sein. Oh, nicht tot. Glaube ich zumindest. Huch. War das hier? Ja. Ich habe ein paar Steine für dich. Oh, hola. Has vuelto para comprar algo? Ja, ich möchte was verkaufen eigentlich, nicht kaufen. Also verkaufen hier. Max und Max. Jetzt Max. Wow, bringt sehr viel Geld. Null. Eso es todo? Das ist kaum Geld wert. Die Steine zusammen ist lächerlich. Ich verkaufe nie mehr Steine. Das ist, keine Ahnung. Das ist echt lächerlich. Ach, ich soll da unten? Warte mal. Also bevor wir fortsetzen, muss ich erst mal gucken. Okay, laut dem Radar soll ich hier hin.
Warte mal. F für installieren. Sehr schön. Das ist mein Boot? Meine Yacht ist da hinten. Und ich darf nur dieses Kackboot nehmen. Wir brauchen ein besseres Boot. Finde nur Anbieter für Laborausrüstung und besuche ein Möbelgeschäft. Das ist Tech und Wissen. Sammle Geld für die Reparatur des Labors, gewinne Vertrauen und von lernen so. Also wir haben den Motor jetzt da drinne. Aber ich fahre damit nicht, weil ich irgendwie noch Geld auftreiben muss. Aber wir müssen sowieso rüber. Wir sind schon wieder bei 35 Minuten. Ja, tut mir leid. Ein bisschen können wir ja noch was machen. Ein bisschen können wir ja noch was machen, ne? So, dann gehen wir da rüber. Wir brauchen jetzt die Buskarte, die wir geschenkt bekommen haben. Und, gucken mal. Bei der Bank. Pfandhaus, ne? Pfandhaus ist das, genau. Da müssen wir mal kurz mal ran. Da ist auch, hoffentlich ein Bus, Haltestelle. Wir schauen mal. Da brauchen wir nicht so viel laufen. Bum, 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 bum. Bushaltestelle. Ab wann fängt denn hier Bushaltestelle an? Ah, hier. Sehr schön. Bushaltestelle. Ja, müsste da sowieso hoch. Wow, weiter bringt's mir nicht. Ah, Nase. Nase juckt. Traveling. Stelle Distributoren ein und setze sie ein, damit sie sich um die Dealer und den Drogentransport kümmern. Ja, das wäre mir ein Anliegen, hier Leute einzustellen. Für das Kartell. So, dann gehen wir kurz zur Banke, heben Geld ab, was noch da ist. Und dann schauen wir mal. Du schnauf mal nicht. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ja. Wir sind auf dem richtigen Weg. Und mit Fahrzeug sind wir noch viel schneller als zu Fuß. Momentan sind wir zu Fuß unterwegs. Ist alles noch Aufbau-Action. Will doch nur Geld abheben. Ich will doch nur Geld abheben. Das ist deren Problem. So, wie viel haben wir da auch auf Tash? 155.000. Gut, dann kann ich ja davon 100.000 wegnehmen. Habe ich jetzt? Jo. Nice. Habe ich Drogen in der Tasche? Habe ich Drogen in der Tasche? Ach, Gott sei Dank nicht. Ich habe nur Wasser. Schmeckt's? Leere Luft und Liebe? Oh Gott, jetzt muss ich gucken, dass ich hier einen Bus kriege. Geh mal lieber hier hinten rum. Aber irgendwie muss ich jetzt hier zurückkommen. Hey, ich brauche mal Johanna. Ja, später. Ich muss kurz mal hier nach Hause kommen. Irgendwie. Also diese Amber-Bernsteine, die lohnen sich gar nicht. Ach, jetzt steht der Typ da, der ist schon abends. Oh! Kontrollgänge gehen los. Okay, Bus da unten. Wir nehmen lieber den Bus. Dann gehe ich den Ärger aus dem Weg. Da ist ein Bus. Bushaltestelle. Busi, Busi, Busi. So. Schnell aber wieder hier. Zack. Und dann ab ins Labor wieder. Geld abgeben. Ist wichtig für ihn. Und
Wie muss man Pflanzen trocknen? Wieder mal. Und weitere Handelsbetreibung? Ja. Das kommt noch alles. Also ein bisschen Geduld. Groß werden tun wir erst später, aber erstmal das Nötige. Na, wenigstens ist er hier stehen geblieben. Jetzt hat er keine Haare mehr auf dem Kopf. Jetzt hat er tatsächlich keine Haare mehr auf dem Kopf. Wo ist denn unser Versteck überhaupt? Hütte. Ja. Ich hätte hier auch hier auf der kleinen Insel gerne eine Hütte. Aber hier zählt nur der Bunker. Finde ich ein bisschen schade, um sich zu vergrößern. Okay, wir hätten auch die teure Ausrüstung nehmen könnten fürs Labor. Ja, könnte man sehen, wie schlau ich war. Okay. Okay, die Fragezeichen auf dem Radar bedeutet, dass da jemand ist, der gerne mal was probieren möchte, ne? Also, ihr wisst schon, was ich meine. Was? Hier hinten lang. Die winken einen zu, finde ich sehr nett. Schön. Raufasertapete. Wie schön. Alle hopp. So, Kumpel. Du kriegst deine 50.000 und ich habe meine Ruhe. Obwohl ich die halbe Million geklaut hatte. Und einfach fürs Haus ausgegeben. Wie dumm. So, wie sieht's hier aus? Dauert noch. Ja. Dauert noch. So, Kumpel, ich hab dein Geld. How's it going? You got that cash already? Ja, hier ist das Mensch. Mensch? Excellent. That will do. I should be up and running with the production soon. Well done. Super. Oh, hang in there. Gibt bestimmt um die neuen Drohungen. Ja, darum geht's. So, das Wasser tun wir hier rein. So, wo es hingehört. Genau dieses Lass-Items hier, um auszupacken. Genau. Ich hab's nämlich versehentlich eingepackt. So, ja. Okay, okay, geht nicht. Aber kann ich das? Nee, kann ich nicht. Okay. Storno. Gut. Hier kleines Geldschrank. Da geht das Geld bestimmt rein, wenn der Typ hier was verkauft hatte. Ansonsten darf ich hier nichts machen. Das finde ich ja ein bisschen schade, Kumpel. Aber hey, ich kenne dich. War mal befreundet. So. Was heißt das hier? Eine Minute? Zwei Minuten? Hab keine Ahnung. Brechstange. Warum habe ich überhaupt diesen Dünger in Tütchen gepackt? Ich weiß es nicht. Wir haben noch einen Samen. Wir brauchen später mehr Samen. So, dann gehen wir erstmal hoch und schlafen. Um die Uhrzeit gehe ich bestimmt nicht raus. Das könnt ihr schön alleine machen. Hallo? Ich effe doch. Es ist so früh zu schlafen zu gehen. Es ist nie zu früh. Lass mich schlafen. Okay, dann gucken wir halt beim nächsten Mal, weil wir ja schlafen können. Oh, da ist auch noch eine Pflanze. Schön. Und komische Aussichtsdinger. Lass mich jetzt schlafen, Mensch. Was ist dein Problem? Hä? Ja,
Der lässt mich nicht schlafen. Gut. Dann ist es so. So, das war's dann erstmal für diese Folge. Wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Folgen von Drug Dealer Simulator 2 mehr zu verpassen. Schau mit V, tschüss mit Ö, euer Diesechen.